Also ich hatte in Bogota ganz viel Glück, was meine Freunde angeht. Es war ganz am Anfang, es war noch ein anderer Freiwilliger mit mir in Bogota. Und gleich in der ersten Woche haben wir was zusammen unternommen. Es war am Wochenende so ein kleines Festival in der Stadt und dann dachten wir, okay, wir gehen da hin. Dann haben wir auf der Straße ein paar Leute kennengelernt, sind mit denen irgendwie noch ein Bier trinken gegangen. Es war wirklich gleich das erste Wochenende. Und dann saß dann ein anderer Kolumbianer in diesem kleinen Laden, wo wir das Bier getrunken haben und hat irgendwie gehört, dass wir Deutsch sprechen und mit dem bin ich ins Gespräch gekommen. Total offen und freundlich. Und er meinte, hey, ich war in Berlin und ob ich nicht Lust habe, nächste Woche mit ihm zu ihm auf eine Hausparty zu kommen. Und dann war in der Woche darauf ein Freund da direkt und dann sind wir da gemeinsam hin. Und da habe ich direkt super viele Leute kennengelernt. Und das ist ja eigentlich auch so ein Südamerika-Klischee, oder? Dass du einfach so randomly Leute kennenlernst und die kennen Leute und du relativ schnell so aufgenommen bist. Ja. Würdest du sagen, das war auf jeden Fall so? Also diese Warmherzigkeit, diese Konnektivität. Auf jeden Fall, man lernt super schnell Leute kennen und zwar auf eine ganz offene, freundliche Art. Nicht, dass man sich jetzt denkt, oh Gott, quatsch mich hier bloß nicht an.